Leute, mal wieder willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare. What the fuck, Rabbit, spielst du das immer noch? Ja, zu viel. Ihr seht, ich bin über mir schon lange Max-Rang 155. Season Pass ist auch schon lange fertig. Ich spiele das Spiel echt zu viel. Kann man zu viel spielen? Ja. Wenn man eine Community hat, die nicht so Bock hat auf Call of Duty, ist das zu viel. Sonst könnte ich die ganze Zeit streamen und so weiter und so weiter. Ich bin mir gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Was geht's heute? Platin-Pistolen. What the fuck? Ich zeige euch meine Sache. Und zwar, nehmen wir das Beispiel die Renetti. Habe ich nämlich Gold frei geschalten. Und wenn man auf allen Waffen einer Klasse, also zum Beispiel alle Pistolen, auf Gold freigeschalten hat, schaltet man das nächstes Platin frei. Ich bin ein großer Platin-Fan. Ich liebe Platin. Ich finde auch Platin, ehrlich gesagt, viel, viel schöner als Gold. Bin ich nicht so ein Fan von. Und das Ganze, wie gesagt, für alle Waffen. Ich habe überall schon Gold freigeschaltet, bis auf eine Waffe. Das machen wir jetzt nämlich gemeinsam. Hier auch Gold. Und da fehlt noch das Platin, was so schön ist. Und die letzte Waffe, die mir fehlt, ist die 1911. Ich zeig's mal kurz. Das ist die letzte, die mir fehlt. Hier brauche ich noch 10 Kopfschüsse und 10 auf großer Distanz, also Fernangriffsabschüsse. Dann habe ich auch hier Gold und dann ist Platin für jede Pistole. Ich freue mich sehr. Warum Pistole? Ich mag Pistolen, ganz ehrlich. Ich mag Pistolen. Im Multiplayer. Im Battle Royale finde ich es gar nicht mal so geil. Ja, kann man sagen, Akimbo, bla bla bla. Ist ganz cool, Akimbo, ja, auf jeden Fall. Aber trotz dessen finde ich sie im Multiplayer deutlich besser. Es gibt zurzeit einen Hardcore-Modus. Ich zeig's mal kurz. Hardcore-Shipment, also das Schiff 24-7. Die ganze Zeit könnt ihr Hardcore spielen. Da Pistolen leveln, Waffen leveln, mega, mega, mega einfach. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe alles im Standard, das ist hier unten, im Standard-Shipment gespielt. Alles. Pistolen im Standard. Warum? Man braucht natürlich mehr als nur einen Schuss, um die Gegner zu töten. Mit normalen Pistolen. Magnum, Revolver brauchst du nur einen Schuss natürlich. Aber mir hat das mehr gefallen. Ich wollte es mehr realistisch. Hardcore. Wann spielst du denn Hardcore in Warzone? Nie. Wann spielst du denn im Multiplayer? Also im Mehrspielermodus Hardcore sehr, 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 sehr selten. Die meisten mögen das nicht. Ich bin ein großer Hardcore-Fan, aber die meisten mögen das nicht. Wir machen jetzt aber im Hardcore unsere letzten Abschüsse, Kopfschüsse. Fernangriff ist ziemlich schwierig auf Schiff, aber möglich. Der Gegner muss sozusagen auf der anderen Seite der Map stehen. Dann bekommt er einen Fernangriffsabschuss. Was ich damit jetzt genau meine, zeige ich euch gleich. Sieht nämlich gar nicht mal so schwer aus, wie es zuerst mal klingt auf der anderen Seite der Map. Die Map ist halt echt mini, 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 mini. Du wirst die ganze Zeit verrecken, da kannst du dir sicher sein. Trotzdessen kannst du ein großes Plus auch rausholen, also um deinen Account ein bisschen zu boosten. Vor allem, wenn du mit Waffen spielst, die du die ganze Zeit spielst. Ihr seht jetzt übrigens, meine Graue ist auch auf Gold. Ich habe sehr viele Waffen schon auf Gold. Ich werde wahrscheinlich auch noch mehr Platin freischalten. So wie er hier, das Damaskus-Schild. Damaskus überzeugt mich nicht. Ganz ehrlich, Gold und Platin finde ich mega geil. Damaskus gefällt mir gar nicht. Was mir aber noch gefällt, was ich auch auf 1, 2, 3 Waffen holen werde, ist Obsidian. Ich weiß, viele mögen Obsidian nicht, weil es einfach nur schwarz ist. Aber hey, ich bin Black Rabbit. Ich brauche das Schwarz, okay? Und was meine ich jetzt mit Fernangriffsabschuss hier auf dieser Map? Also wenn du jetzt hier zum Beispiel auf diese Containerseite gehst, dich hier hinstellst und da drüben einen abschießt, ist es ein Fernangriff. Okay, es muss auf der anderen Seite der Map sein. Also ganz nach hinten gehen und natürlich nicht abgeschossen werden. Ich meine, ist mir die Pistole ein bisschen im Nachteil, sind wir mal ehrlich. Aber wir brauchen jetzt nur Kopfschüssen, so ist es scheißegal, wie oft hier verrecken, es interessiert keinen. Wir brauchen nur Fernangriff und Kopfschüsse. Wie gesagt, andere Seite der Map. Also ihr müsst euch ganz an den Rand stellen. Hinter euch muss die Wand sein und dann muss halt ein Gegner kommen, ne? Man muss ein bisschen campen, wenn man die Fernangriffe hier auf dieser Map machen will. Ist es nicht das Spannendste. Aber es geht irgendwie, ne? Wenn der eigene nicht ständig im Bild stehen will, wenn ihr nämlich eigenen Teamkameraden abschießt, habt ihr ein Problem. Ist nicht so schön. Und alles nicht so einfach. Da schießt er gerade eine Rakete. Kopfschuss, sehr schön. Ah, wollte einen Fernangriff zeigen. Wie gesagt, ist nicht so einfach mit der Pistole, aber durchaus möglich. Ja? Steht noch immer da in der Ecke hinten drin? Jo. Problem ist, der stand zu weit vorne. Der hier hinten, der würde gehen. Ah, ah. Wie gesagt, ist alles nicht so einfach. Vor allem, wenn nicht die Teamkameraden ständig vor das Visier laufen, ihr einen Raketenwerfer abbekommt und so weiter und so weiter. Warum spielen Leute mit so einem komischen Raketenwerfer hier? Weil sie genau das machen wollen, und zwar Damaskus freischalten. Die wollen Damaskus freischalten, ne? Oh, nächster Skin ist freigeschalten. Das heißt, wir gehen immer näher ran an den
Platin-Skin bzw. Gold-Skin für die Waffe. Ist natürlich hier mega Action. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt raten, hier eure Fernangriffe zu machen. So wie ich das tue. Ich sehe nichts. Ja, schön, wenn man den Gegner einmal trifft und er nicht stirbt. Trotz Hardcore-Modus. Ist wie gesagt alles nicht so einfach, aber komm. Das ist scheißegal, wie oft wir hier abnippeln. Und wie gesagt, leider müsst ihr so weit nach hinten gehen, dass es echt schon weh tut eigentlich. Gott, der steht daneben. Dass es schon weh tut. Aber ihr müsst leider ein bisschen reinkämpfen. Ihr müsst leider ein bisschen... Hallo? Ein bisschen reinkämpfen. Aber ja, das Ganze, das geht schon, das geht schon. Ich bin schon sehr gespannt, wie mir die Platin-Skins gefallen werden. Hey, moin. Sechsfach-Kill, auch sehr schön. Nimmt man gerne mit. Und wie gesagt, mir ist es auch scheißegal, ob wir hier die Spiele gewinnen oder nicht. Mir geht's rein nur da drum. Die Fernkämpfer, ihr seht's. Oh, Windtor-Chat. Oh, ich hab einen Chat am Himmel. Gleich. Chat ist da. Mir geht's aber darum, nur die Fernangriffe. Da kommt mir eine Rakete geflogen. Die Leute wollen auch ihre Raketen. Also für Damaskus musst du jede Waffe auf Gold bringen. Jede Waffe im Spiel. Also auch die ganzen scheiß Raketenwerfer. Also verstehe ich, warum die Leute hier mit ihrem nobigen Raketenwerfer rumspielen. Können wir so einen Chat einsetzen, einfach just for fun. Kommt unser Chatchen. Ah! Also wir versuchen alle hier ihre Fernangriffe Kills zu machen, ne? Und man stirbt ja die ganze Zeit, wie gesagt. Das muss aber ein komplett egal sein, ne? Es geht nur darum, seinen scheiß Skin freizuschalten. Seinen scheiß Skin zu leveln. Und ihr müsst immer mit dem Rücken zur Wand sein. Ah, getroffen, aber nicht gestorben. Das liebe ich ja, ne? Aber ja, wie gesagt, das werden wir schon hinkriegen. Immer ganz mit dem Rücken an die Wand. Und beten, dass da irgendwo ein Gegner rumläuft. Der war natürlich zu nahe. Der war auch vor meiner Fresse. Der eigene im Bild. Spawnen sie alle neben mir hier. Leider müsst ihr, wie gesagt, ein bisschen campen. Ne? Es fühlt sich nicht gut an, ich weiß. Aber es muss sein. Es muss sein. Ihr dürft mich nicht nahe an die Gegner ran. Wenn ihr nahe an die Gegner rangeht, bringe ich das überhaupt nichts. Die Leute checken es auch meistens nicht. Seht das, wie hier manche Runden laufen können. Die meisten checken einfach nicht, wer du bist, wo du bist. Und so weiter und so weiter. Und was hat am meisten Spaß gemacht? Ich glaube, der Revolver. Ich glaube, der Revolver hat echt sehr viel Spaß gemacht. Aber erst, der Revolver erst mit der Shotgun-Munition. Ah, der Revolver macht erst mit Shotgun-Munition Spaß. Weiß auch gar nicht, haben wir das Kind schon freigeschalten? Es hat nichts aufgeblinkt. Oft blinkt es ja auch nicht auf. Hm, da hinten war noch einer. Ah, Gold freigeschalten, Platin freigeschalten, Platin freigeschalten, Platin freigeschalten und Platin freigeschalten und natürlich Platin freigeschalten. Alle Waffen sind nun Platin, wir können raus. Alle Pistolen sind jetzt auf Platin, wir können es uns angucken. Oh mein Gott, ich liebe es jetzt schon. Irgendwie ist die Grafik heute gar nicht mal so schön in meinem Game. Egal, hier haben wir Platin freigeschalten, wunderschön. Dann haben wir bei der anderen Waffe natürlich auch. Wie gesagt, jede Waffe, jede Sekundärwaffe von mir ist nun auf Platin. Mega, mega nice. Wir werden uns auch gleich eine davon im Kampf ansehen. Wie das Ganze so aussieht. Ah, der Revolver in Platin, der gefällt mir fast am meisten. Revolver in Platin. Die M19 in Platin. Ah, ich freue mich gerade den Arsch weg. Und Damaskus ist das hier. Wie gesagt, gefällt mir nicht so gut. Ich finde Platin deutlich wertiger. Und das hier ist Obsidian. Komplett schwarz. Bin ich noch am überlegen, welche Waffe ich als erstes zu Obsidian machen will, denn, wie gesagt, mir gefällt es eigentlich ganz gut. So, nächste Waffe hier auf Platin, die Deagle auch, habe ich auch lieben gelernt, ne. Im Gulag bin ich schwer zu töten jetzt, weil ich so viel mit Pistolen gespielt habe. Renetti auch sexy in Platin. Ah, meiner Mann. Warte mal. Warum ist die jetzt nicht in Platin, die Renetti? So Leute, ich habe sie ausgerüstet, wir gehen rein, gucken uns einmal jetzt die Pistole in Platin in-game an, in Akimbo, damit wir sie besser sehen, wie gesagt. Was ich mir übrigens sehr gerne oft mache, ist mein Lieblingsanhänger, und zwar die Möhre dranhängen. Das Möhrchen muss natürlich bei einem Wehrhasen immer mitgenommen werden. Das ist ein klarer Fall, ne? Ohne Möhrchen bei einem Wehrhasen geht mal gar nichts. Ne? Da geht mal gar nichts. Ich habe schon lange nicht mehr Akimbo gespielt,
Bin gespannt, wie das abgeht im Hardcore-Modus. Wie gesagt, ich habe ja alles auf normalen Modus freigeschalten, nicht auf Hardcore. Hat länger gedauert, ja, es dauert auf jeden Fall länger, aber es ist auch sinnvoller, weil wie gesagt, du musst es ja auch lernen in Warzone, dass der Gegner nicht mit einem fucking Schuss tot ist, ne? Du musst da reingehen, ne? Rein in die Orga, Leute. Und deshalb würde ich dir empfehlen, level die Waffen lieber auf normalen Wege. Ui, zwei sexy Platinwaffen, die sehr schön von der Sonne angestrahlt werden. Ah, oh, ich bin im Hype, ich hab Platin, oh, ich freue mich. Hat echt lange gedauert. Aber es ist mega geil. Au, es ist mega geil. Shotgun ist natürlich immer ein Graus. Mal gucken. Na, Shotgun vor dem Wind. Bisschen rein da in die... Ah, oder eigene. Ohne Zielen ist gar nicht mal so geil. Aber es läuft schon. Ohne Zielen ist gar nicht mal so geil. Ich hätte sie doch nicht im... Und der da drin. Ich hätte sie doch nicht im Hardcore testen sollen. Aber es sieht... Ah, der eigene! Es sieht schon geil aus. Man ist halt immer verleitet, bei Akimbo ständig abzudrücken, ne? Es ist einem scheißegal, ob es der eigene ist oder der Gegner. Dass man Rauch gibt, macht es mir auf die Nerven. Leute versuchen ständig, eine Waffe freizuschalten. Aber ja. Es sieht auf Platin auf jeden Fall geil aus. Ihr habt es gesehen. Ich freue mir den Arsch weg. Und feier so wirklich hart, muss ich sagen. Hat er mich angezündet? Ja, hat mich angezündet. Habe ich die Renetti in Gold auch mit, um euch die mal zu zeigen? Ich glaube ja. Ich kann mal die Renetti zeigen. Hier in wunderschönem Gold. Ich gehe mal ein bisschen in die Sonne, wollte ich sagen. Ah, wie soll ich zeigen? Die Renetti in Gold ist nämlich auch wunderschön. Schwer zu zeigen, wenn man ständig abgeschossen wird. So. Wunderschöne Grau hier in Gold. Hallo? Aber die hat hier ein Visier drauf, da werde ich nicht viel töten können. Aber auch die Graue ist hier in Gold. Dann habe ich noch die... Ja, ist auch hier, genau. Die MP7 in Gold. Auch wunderschön. Gold, ist auch schön. Soll ich sagen? Ja, genau. Soll ich jetzt sagen? MP5 in Gold ist auch schön, wollte ich sagen. Meine Fresse. Und ich weiß noch nicht, wo ich jetzt anfangen werde. Obsidian freizuschalten. Das ist mal so die große Frage. Wo fängt man an? Obsidian freischalten dauert nämlich gefühlt 12 Jahre. Da muss ich schon gut überlegen, womit man anfängt. Munition leer, habe ich beim Hardcore-Modus nicht gesehen. Wo man anfängt. Freue mich über meine Platin-Waffen. Haut mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Habt ihr schon alle Waffen auf Platin, auf Gold, auf Damaskus, auf Obsidian? Welche Waffe mache ich das erste Obsidian? Ist eine gute Frage. Hier sieht man es übrigens auch. Mit der Pistole natürlich weniger. 100 mal 15 Feinde in einem Spiel töten. Wenn du jetzt 30 killst in einer Runde, sind es halt zweimal schon. Ne? Zweimal von den 100. Es ist eine ordentliche Kampfansage. Ich weiß gar nicht, habe ich bei der Renetti schon ein paar? Ich guck mal kurz rein hier. Anpassen. Oh, jetzt ist es da. Jetzt ist die Renetti plötzlich auf Platin. Warum auch immer. Hier, ja genau. 12 mal von 100 habe ich schon. Also die Renetti auf Obsidian ist im nahen Wege, ne? Also die auf Schwarz zu spielen, 100 Mal, wenn ich so pro Runde, ich mache hier im Durchschnitt 50 Kills, wenn ich jetzt nicht so rumsnobe wie jetzt, ne? Durchschnitt 50, 60 Kills, sind ja schon 4 Mal, ne? Und ein paar 100, das geht, das werde ich hinkriegen. Haut mir eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr die Obsidian-Tarnung auf einer Waffe sehen wollt, bei mir, lasst ein Likechen da, gerne auch ein Abo, guckt euch auch gerne auch die anderen Videos an und ich spiele das Spiel wirklich zu viel. Aber es macht mir einfach Spaß. Es ist nur schade, dass ich euch so wenig zeigen kann, da es die meisten hier nicht interessiert. Trotzdem, haut hart rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.